woraufhin dann die Sufi-Orden Widerspruch einlegten und dann das Regime mit Unterstützung der Staatssicherheit diese Derwisch-Sitzungen anfing, in den Moscheen zu verbieten, in diesem Wahn alles kontrollieren zu müssen. Was dazu geführt haben, dass auch immer mehr Sufi-Orden weggebrochen sind und im letzten Jahr auch gedroht haben, sie wollten jetzt eine eigene Oppositionspartei gründen. Das war ein wichtiger Faktor, dass dem Regime auch vor der Revolution schon wichtige soziale Gruppen weggebrochen sind. Dann kam dazu, ich hatte ja schon gesagt, dass in den 90er Jahren diese Privatisierungspolitik war. Bis dahin hatte man einen sehr starken staatlichen Sektor, der kontrolliert worden war von einer staatlichen Bourgeoisie, die einerseits diesen staatlichen Produktionssektor beherrschte, andererseits eben aber auch staatliche Institutionen beherrschten. Und durch diese Entwicklung parallel von einem privaten Sektor entstand eine Konkurrenz auch innerhalb dieses Regimes selber, was dann so weit ging, dass innerhalb der Regierungspartei, der NDP, zwei Fraktionen existierten, von denen jetzt auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen die eine Fraktion der neuen Geschäftsleute, den Präsidentensohn, in die Kandidatur ins Rennen schicken wollte, während die alte Fraktion der Staatsbürokratie auf Hosni Mubarak, also den Vater, gesetzt hat. Bei den Wahlen ging das so weit, dass es nicht nur teilweise Schlachten gab oder Prügeleien gab zwischen Oppositionsparteien und Regierungsparteien, sondern die größten Auseinandersetzungen waren teilweise in Wahlkreisen zwischen Kandidaten dieser beiden Fraktionen bei den Parlamentswahlen selber. Diese Spaltung ging nicht nur innerhalb des Regimes oder war nicht nur zu sehen zwischen den beiden, sagen wir mal, Wirtschaftsflügeln, also dem staatlichen Wirtschaftsflügel und dem privaten Wirtschaftsflügel, sondern sie ging sozusagen bis hin auch in die Sicherheitsorgane. Dieser neue Wirtschaftsflügel setzte immer mehr auf die Kräfte des Innenministeriums, die auch eng verflochten waren mit den neuen Wirtschaftseliten und auch wirtschaftlich davon profitiert haben durch Schmiergelder, denen ihnen auch irgendwie dann zugesprochen worden etc. Gleichzeitig die Armee, die unter Nasser ja die führende Rolle gespielt hat, immer mehr an den Rand gedrängt worden war und sozusagen aus diesen neuen, oder in der Mehrheit, es gab einige Personen, die auch involviert waren, aber in der Mehrheit immer mehr gedrängt worden ist, sozusagen aus den wirtschaftlichen Möglichkeiten dieser neuen Öffnung. Und das ist einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren, das bezieht sich auf Ägypten und auch auf Tunesien, warum letztendlich die Armee gegen den inneren Sicherheitsapparat für die Revolution Stellung bezogen hat und auch die Polizei als Sicherheitsorgan ersetzt hat. Ich glaube, in anderen arabischen Ländern, also es gibt ja auch in Tunesien, in Algerien beispielsweise Demonstrationen, glaube ich, ist es sehr viel schwieriger, weil da diese Differenz zwischen Polizei und Armee nicht existiert, sondern da sozusagen die Armee die Kraft ist, die selber die Macht ausübt und es sehr, sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass sozusagen eine Fraktion des Sicherheitsestablishments sagt, also ich kündige sozusagen dem alten Regime die Loyalität auf und stelle mich auf die Seiten der Opposition. Aber das war eben in Ägypten einer der Faktoren, die zumindest zu einem, man kann auch nicht sagen, einen Sieg der Revolution, ich glaube, dazu ist es zu früh, aber zu einem vorübergehenden Sieg der Revolution teilgenommen hat. Vielleicht ein letzter Faktor, den man noch nennen kann, viele der Ägypter, mit denen ich jetzt in den letzten bei meinem letzten Aufenthalt gesprochen habe, die aktiv auch an der Revolution beteiligt waren, sagen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Sieg der Revolution war letztendlich die Dummheit des Regimes selber. Weil auch das Regime hat nicht damit gerechnet, dass so viel Menschen auf die Straße gingen und hat dann, es gab drei Ansprachen von Mubarak während dieser Aufstände, hat eine Rede gehalten nach drei Tagen, wo er die Forderungen der Revolution anerkannt hat, die Revolution am ersten Tag hatte. Aber da war die Revolution schon an dem Punkt angekommen, dass sie den Rücktritt Mubaraks gefordert hat. Also wo man sagt, wenn das Regime schlauer gewesen wäre und am ersten Tag verstanden hat,
dass die Oppositionsbewegung eine andere Qualität hat als Demonstrationen in den Jahren zuvor und gleich darauf reagiert hätte, wäre es wahrscheinlich nicht zu diesem Sturz des Regimes gekommen. Die zweite große Dummheit war, dass man am dritten Tag, am 28. Januar, gab es im ganzen Land Demonstrationen, Leute schätzen mit 15 bis 18 Millionen Teilnehmern. Daraufhin war das Regime so verunsichert, dass der Präsident, also Mubarak, verärgert war, dass die Polizei das nicht mehr im Griff hat und gesagt hat dem Innenminister, er solle sich zurückziehen, Mubarak würde jetzt die Armee auf die Straße schicken, um für Sicherheit zu ordnen, woraufhin dann das Innenministerium oder der Innenminister den Innenminister entlassen, woraufhin dann der Innenminister angeordnet hat, und er weiß auch nicht bisher in Kooperation mit welchen anderen Kräften, also da gibt es noch Untersuchungen, und die Polizei von einem Moment auf dem anderen zurückgezogen hat im ganzen Lande und gleichzeitig die Gefängnisse aufgemacht hat. Also um so eine Politik zu machen, das war auch in Tunesien, Ben Ali hat ähnliche Sachen gemacht, um so eine Politik zu machen, also nach mir das Chaos. In der Hoffnung, wenn es Chaos gibt, dass dann sozusagen die Basis der Leute fordern würde, die Stabilisierung des Regimes oder sich abwenden würden von der Unterstützung der Bevölkerung. Drei Tage darauf hat dann die Regierungspartei eine Pro-Mubarak-Demonstration geplant. Und ich habe von vielen Freunden von mir gehört, dass sie gesagt haben, in dem Moment war die Revolution so ein bisschen am Kippen. War dann Mubarak nochmal eine Rede gehalten, oder da hat Mubarak dann eine Rede gehalten und hat gesagt, ich gebe den Forderungen nach. Er hat sehr emotional gesprochen, dass er Ägypter ist und dass er die Forderungen des ägyptischen Volkes verstanden hätte und dass er als Ägypter auch nicht wie Ben Ali das Land verlassen wollte, sondern auf ägyptischem Boden sterben würde. Daraufhin haben mir viele von meinen Bekannten gesagt, dass einfache Leute, Ägypter sind sehr emotional, und dass sie gesagt haben, ja, das ist ja gut damit, er hat es ja eingesehen und ist ein alter Mann und lass ihn doch. Sodass viele Leute beschlossen hatten, auf diese Pro-Mubarak-Demonstration zu gehen, wenn nicht an dem Tag das Regime massenhaft Mafia oder Schläge getroffen haben. Schlägertypen auf den... Das war am 2. Februar, ja? Schlägertruppen auf diesen Tahrirplatz geschickt hat, wodurch dann die Stimmung total umgefallen ist. Und ich habe viele Leute getroffen, ich habe ja, als ich letztes Mal da war, wirklich jeden gefragt, wo warst du, was hast du gemacht, die mir gesagt haben, also wir haben noch nie was mit Politik am Hals also zu tun gehabt, aber als wir sahen, was da passiert ist, haben wir gesagt, das geht nicht. Die Kamelschlacht. Und haben sich sozusagen dieser Revolution angeschlossen. Und sozusagen dieser Fehler, diese Fehleinschätzung dieses Regimes hat letztendlich dazu geführt, dass es der Revolution zugearbeitet hat. Zu den Schlägertrupps ist vielleicht noch so am Rande zu bemerken, ich habe zweimal Wahlen in Ägypten sehr nahe mitgekriegt, also auch in der Provinz 2005 und 2010. Es war schon lange eine Strategie des Innenministeriums, mit kriminellen Banden zu kooperieren. Also nicht nur zu kooperieren, dass man sagt, in bestimmten, sagen wir mal, ärmeren Vierteln, man kennt sich gegenseitig und man teilt sozusagen den Gewinn, sondern gerade gegenüber politischer Opposition wurden immer systematisch Schlägertruppen organisiert, teilweise auch aus den Gefängnissen rausgenommen, Tage vorher in Polizeikasernen kaserniert und vorbereitet dann auf Einsätze. Also gerade bei den Wahlen ist das immer wieder passiert. Und man sah dann wirklich bei den Wahllokalen immer eine Reihe Polizei und dann eine Reihe von diesen Verbrechertypen, die wirklich auch so aussahen, also mit Messerstichen und manche, die, wo man sah, dass sie sehr viel Drogen nehmen etc., die wirklich warteten auf den Einsatz. Und ich habe ein paar Mal das erlebt, wie dann Polizisten dann auch gemeinsam mit denen vorgegangen sind gegen Oppositionelle. Also das, was man da auf diesem Tahrir gesehen hat, war im Grunde genommen nichts Neues. Vielleicht zu den Perspektiven. Also die Revolution hat ja dazu geführt, dass Mubarak dann nach 18 Tagen am 11. Februar zurückgetreten ist.
Die Frage ist natürlich, wie es weitergeht. Einerseits bedeutet das Abtreten dieses Regimes nicht damit, dass, oder der Spitze des Regimes sicherlich nicht, dass dieses Regime völlig am Ende ist. Eine wichtige Forderung der Bewegung war die Auflösung der Staatssicherheit, weil man gemerkt hat, dass natürlich, wenn man also so einen großen Staatssicherheitsapparat hat von 1,5 Millionen oder Polizeiapparat insgesamt, Staatssicherheit, variieren die Schätzungen, wobei ich glaube, dass die Schätzung von 400.000 realistischer ist als von 100.000. Das ist ein Riesenapparat, da hängen Existenzen dran, da hängt Einkommen dran, da hängen Profite dran, auf die entsprechende Netzwerke nicht so einfach verzichten möchten, zumal sie wahrscheinlich dann auch in die Arbeitslosigkeit gehen. Es hat zum Beispiel nach der Revolution immer wieder Demonstrationen gegeben von Polizisten, auch von ganz normalen Polizisten, die gefordert haben, dass ihre Löhne jetzt irgendwie verdoppelt werden müssten, weil sie ja jetzt nach der Revolution keine Schmiergelder mehr nehmen können. Weil auch das Bewusstsein der Leute sich sehr verändert hat. Also ich habe bei meinem letzten Aufenthalt immer wieder beobachtet, wenn ein Verkehrspolizist versucht hat, Leute von oben herab zu behandeln, dass dann gleich ganze Menschentruppen um ihn herum standen und gesagt haben, also pass mal auf, so geht es nicht. Es gab einen Vorfall, Ärzte, also weil die Ägypter sehr genau auch wahrnehmen, auch die Tunesier wahrnehmen, was in anderen arabischen Ländern passiert, vor allen Dingen was in Libyen passiert. Und nachdem Benghazi praktisch befreit worden war von Gaddafi-Truppen, haben sich Gruppen freiwillige Ärzte freiwillig gemeldet und wollten dann nach Benghazi fahren, um da eben libysche Ärzte zu unterstützen, und haben sich dann gewundert, dass sie kurz vor der Grenze nach zu Libyen von der Staatssicherheit festgehalten worden sind. Wobei alle Annahmen in Ägypten, dass die Staatssicherheit eigentlich nicht mehr existieren würde oder sich zurückgezogen hat. Und wurden 7 Stunden da eingesperrt. Und was einerseits sehr erschreckend war, weil man eigentlich nicht wusste, welche Funktion haben die. Also vorher wusste man, es gibt einen Innenminister, es gibt Befehlsstränge, also man wusste, mit wem man das zu tun hat. Inzwischen war die Regierung ausgewechselt worden, es gab einen neuen Innenminister, der versucht mühsam, diesen Polizeiapparat neu zu strukturieren, und man wunderte sich, woher diese Staatssicherheit plötzlich kommt und wieso die Leute gefangen nimmt oder festsetzt und sagt, ihr dürft nicht nach Libyen reisen. Woraufhin dann diese Ärzte gesagt haben, das ist auch wieder eine nette Geschichte, aber die auch sehr viel Symbolcharakter hat, passiert ist, woraufhin dann die Ärzte gesagt haben, nach 7 Stunden, wir haben jetzt keine Geduld mehr, und wenn ihr uns jetzt nicht auf der Stelle freilässt, dann werden wir dieses Gebäude auch in Brand setzen, woraufhin sie dann freigelassen worden ist. Also es gibt schon ein sehr viel, also sehr viel andere, also sehr, ganz anderes Bewusstsein und auch Mut gegenüber staatlichen Strukturen. Andererseits sieht man an diesen Beispielen, und es gibt unendlich viele Geschichten, dass natürlich diese Netzwerke und Seilschaften im Hintergrund weiter existieren. Deswegen war es so, dass vor 2 Wochen Demonstranten systematisch Gebäude der Staatssicherheit besetzt haben. Vor allen Dingen, weil sie feststellten, dass die Leute, die von der Staatssicherheit noch existieren, angefangen sind, Akten zu vernichten. Und das in Brand gesteckt haben. Trotzdem gibt es auch Warnungen und Informationen darüber, dass es auch eine geheime Führungsschicht gibt von ehemaligen Offizieren der Staatssicherheit, von denen man nicht genau weiß, wer es eigentlich genau ist. Die versuchen alles zu tun, das Land zu destabilisieren. Ich glaube, es gibt sowohl regionale Faktoren wie äußere Faktoren wie interne Faktoren, die in den nächsten Monaten entscheidend darüber sind, welchen Fahrplan das gibt und welche Kräfte sich durchsetzen können. Also einerseits, wie gesagt, gibt es diese Ängste und diese Unsicherheit darüber, was passiert eigentlich, was passiert im Untergrund,
wer agiert hier auf welcher Seite, was ist eigentlich ein Schritt, der die Revolution vertieft und was ist ein Schritt, der die Revolution letztendlich in die Sackgasse führt. Das macht sich vor allen Dingen an zwei Frontlinien oder Auseinandersetzungslinien fest in Ägypten. Auf der einen Seite an der sozialen Frage. Es ist sicherlich eine ganz berechtigte These, dass eine Revolution nicht vollkommen ist, wenn die politische Revolution nicht auch ergänzt wird von der sozialen Revolution. Denn genauso wie dieses politische System und die Diktatur unmittelbar damit verbunden war, mit dieser Art Raubkapitalismus und dieser ungleichen Einkommensverteilung, bedeutet eine Befreiung ja nicht nur eine politische Befreiung, sondern auch eine ökonomische Befreiung, eine Verbesserung und eine Umverteilung, also auch dieses Staatseigentums, die es den Menschen ermöglicht, auch ein menschenwürdiges Leben zu führen. Zumal ja für viele, gerade aus den armen Vierteln, die Verbesserung der Lebenssituation, auch der materiellen Situation, einer der wichtigen Motive war für die Beteiligung an der Revolution. Das Problem, was sich zur Zeit stellt, ist, dass auf der einen Seite überall im Land Arbeiter streiken, weil sie feste Arbeitsverträge fordern, weil sie eine höhere Löhne fordern, etc. Auf der anderen Seite, dass aber am Umkehren gibt, dass ganz viele Leute sagt, gibt, die jetzt sagen, wir wollen jetzt auch endlich mal wieder unsere Ruhe haben und wir wollen wieder zurück zu einer Normalität. Und sich da in der Frage unheimlich viele Dinge vermischen. Und ich habe das jetzt nur als Beispiel. Ich war in einer Stadt, in diesem Mahalla in Kubra, wo der erste Arbeiteraufstand war. Und also auch gerade als ich da war, wieder ein Arbeiterstreik war in der Fabrik, allerdings mit der Forderung, dass man die korrupte Führung säubern sollte, den korrupten Verwaltungsdirektor ablösen sollte, der die Fabrik in die roten Zahlen geführt hat. Wobei die Arbeiter, wie gesagt, das ist eine der ältesten Arbeiterbewegungen überhaupt, gesagt haben, Lohnforderungen können wir dann mit einem neuen Verwaltungsdirektor in Ruhe verhandeln, dann würden wir auch weiterarbeiten, weil wir möchten ja auch die Produktion anheizen. Allerdings streikten in Mahalla dann also überall auch andere Leute und unter anderem zum Beispiel auch beim Gericht. Worauf dann mir wieder jemand sagte, im Gericht, derjenige, der aufgerufen hat zu diesem Streik, ist jemand von der alten Regierungspartei, der nämlich nicht möchte, dass die Gerichte arbeiten, weil die Gerichte zurzeit Korruptionsverfahren des alten Regimes verfolgen. Also vermischen sich ganz oft Sachen. Oder es gibt auch einen Unmut innerhalb der Bevölkerung. Viele Leute, also gerade ärmere Leute, die keine Ersparnisse haben, sagen, wir müssen einfach wieder zurück zur Normalität, weil wir wissen sonst nicht, wo wir Geld verdienen sollen. Und wenn die Wirtschaft irgendwie brach liegt, wie sollen wir über die Runden kommen? Also ist das... Es ist hier also eine Situation, wo, glaube ich, zurzeit in Ägypten keiner genau weiß, wer jetzt wirklich, welcher Schritt im Interesse der Revolution ist und welcher Schritt aber auch irgendwo nach hinten losgehen soll und wer irgendwo welches Spiel spielt. Eine zweite Sache ist diese Auseinandersetzung zwischen Muslimen und Christen. Es hat während der ganzen Revolution, es hat im letzten Jahr immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, die sich oft an kleinen Sachen festgemacht haben. Viele vermuten heute, dass das Regime darüber hinweggesehen hat oder diese Auseinandersetzungen unter Umständen auch begünstigt hat, eben um abzulenken von den eigentlichen Fragen. Und alle betonen mit Stolz, dass es während der ganzen Revolution, obwohl nirgends Polizei da war, nirgends eine einzige Auseinandersetzung zwischen Muslimen und Christen gegeben hat. Dass im Gegenteil auf diesem Tahrir-Platz, weil die Ägypter sind sehr religiös und Religion spielt eine große Rolle, es Gebete gegeben hat von Christen, die von Muslimen beschützt worden sind und umgekehrt Freitagsgebet von Muslimen, die dann von den Christen beschützt worden sind. In der letzten Zeit gab es wieder, gerade in einem Vorort von Kairo, Auseinandersetzungen um die Kirche. Wir wollen nicht auf die Details gehen. Und es gibt hier die ganz, ganz große Angst, dass eben Netzwerke dieses alten Regimes versuchen, diese Auseinandersetzungen wieder zu schüren.
Was ganz bedenklich ist, es gibt ja auch, was habe ich gesagt, im islamischen Spektrum verschiedene Kräfte. Es gibt die Moslembruderschaft, die eine sehr große politische Bewegung ist und sich auch an dem Aufstand beteiligt hat, und zwar bewusst nicht mit religiösen Parolen. Es gibt aber eine sogenannte Salafi-Bewegung, die ja sehr eine wortgetreue Auslegung des Koran fordern und sehr stark auch sich anlehnen an einem Islam saudischer Prägung. Diese Salafi-Bewegung geht seit ungefähr einem Monat auf die Straße und fordert überall den Erhalt des Paragraphen 2 der ägyptischen Verfassung, nachdem die Scharia die Hauptquelle der Gesetzgebung ist. Das war schon seit den 70er Jahren in Ägypten so. Und darüber gibt es auch keine Diskussion. Es gibt zurzeit eine Verfassungsdiskussion, die dreht sich darum, wie sind die Wahlen demokratisch zu organisieren. Es geht um neues Parteiengesetz etc. Aber niemand diskutiert über diesen Paragraphen 2. der Verfassung, sodass viele Leute vermuten, dass hier bewusst abgelenkt werden soll von den eigentlichen Zielen der Revolution zugunsten einer Frage, die im Moment innerhalb der Revolution überhaupt nicht gestellt worden ist. Das ist übrigens auch von den Moslembrüdern kritisiert, weil ich habe auch mit mehreren Moslembrüdern darüber diskutiert. Ich sage, was haltet ihr von dieser Kampagne der Salafi, die mir auch gesagt haben, weißt du, die Stärke der Revolution war die Einheit zwischen Linken und Rechten, die Einheit zwischen Islamisten und Säkularisten, die Einheit zwischen Kopten und Muslimen, zwischen Arbeitern und Unternehmern. Studenten, Und wir können sozusagen diese Revolution nur zu Ende führen, nämlich irgendwie die Säuberung von allen Elementen des alten Regimes durchführen und eine neue Verfassung entwickeln, wenn wir diese Einheit beibehalten. Und wir finden es sehr bedenklich, dass es jetzt plötzlich Kräfte gibt, die auftauchen mit dieser Forderung nach Erhalt dieses Paragraphen 2 der Verfassung, obwohl niemand überhaupt zurzeit über diesen Verfassungsparagraphen diskutiert. Also das ist so dieses zweite Moment, zumal auch bei dem Sturm auf die Staatssicherheit man festgestellt hat, dass viele von diesen Salafis auch auf den Gehaltslisten des Geheimdienstes ist. Und was, vielleicht komme ich damit erstmal zum Ende, was noch ganz wichtig ist, die regionale Rolle oder die regionalen Kontexte. Wir haben ja eine Situation in der arabischen Welt, dass inzwischen überall vor allen Dingen der Mittelstand, Akademiker, Jugendbewegungen sagen, wir sind nicht mehr länger bereit, in diesem Regime weiterzuleben. Das hat auch vor den reichen Ölmonarchien nicht Halt gemacht. Es gibt inzwischen auch in Saudi-Arabien eine Demokratiebewegung, es gibt in den Emiraten, in Kuwait, in Bahrain gab es da richtige Aufstände, in Jemen, im armen Land. Die Saudis haben aber einen sehr großen regionalen Einfluss, und es gibt ganz viel saudisches Kapital, das gemeinsam über die Mubarak-Familie in Ägypten investiert worden ist. Und es gibt ein paar saudische Prinzen, es gibt einen Prinz Talal, Talal ibn Saud, ja. Ja, eben, da ist noch ein Wach dazwischen, zwischen dem Talal. Also ein Prinz Talal, der riesige Investitionsprojekte hat, der teilweise Ländereien, also Neulandprojekte in der Wüste westlich des Assuren-Stammes. Als Toschka. Was weiß ich, das ist Toschka. Genau, Toschka. Also die quasi halb so groß sind wie Schleswig-Holstein, solche fast umsonst gekriegt hat. Das heißt also, viele von diesen saudischen Investoren waren in diese Korruptionsfälle verwickelt. Und es gibt inzwischen saudischen Druck auf die Regierung, weil Mubarak soll ja noch im Land sein, kein Korruptionsverfahren gegen Mubarak zu eröffnen. Sodass es sehr viel Verdacht gibt, dass es gemeinsame Netzwerke gibt aus den Saudis, aus Teilen der Staatssicherheit, die jetzige Regierung zu stürzen und zu versuchen, sagen wir mal, Teile der Armee im Kleinformat dieses Regimes wieder zu errichten.
und dass dazu eben diese Salafi-Bewegung mit diesen stark religiösen Forderungen, die ja in der Revolution selber überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, sozusagen als eins von vielen Instrumenten benutzen, um diese Revolution zum Scheitern zu bringen, zumal diese Salafis eben oft auch sehr enge Verbindungen haben zum islamischen Establishment in Saudi-Arabien. Mhm. Und da ist man mit auch was? Wenn du das willst, vielleicht. Sehr gut.